Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wieder mit Conan Exiles und wir schauen uns weiter die Quest von Freya an. Im letzten Part waren wir ja da in Neu-Asgard, haben das sehr gut überstanden. Ich bin gespannt, wo es uns jetzt weiterhin führt. Wir starten auch schon rein. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß und let's go. Und da steht auch schon die gute Freya. Wir gucken mal, was sie uns zu sagen hat. Heute geht es ihr anscheinend gut. Das freut uns natürlich. Das ist es also, ein letzter Kampf. Es gibt immer einen weiteren Kampf, aber dieser ist wichtiger als die meisten anderen. Ich habe über Huldas Worte nachgedacht. Könnte das wirklich sein? Könnte Angvar glücklich mit ihr sein? Wir können jetzt sagen, spielt das eine Rolle? Wenn du ihn liebst, wirst du für ihn kämpfen. Das finde ich aber irgendwie schwachsinnig. Deswegen sagen wir, sie hat dein Schwert und deinen Arm verflucht und den Verstand des ältesten Haggard gebrochen. Dein Mann wird vermutlich auf dieselbe Weise kontrolliert. Du hast recht, ihre Magie schwelt noch immer in meinen Wunden und vernebelt meinen Verstand. Die Dunkelheit lebt noch immer in mir. Heute werde ich mich von ihr befreien. Wird Zeit, die Hexe zu töten. Dieser elende Succubus versteckt sich in den Hügeln über Neu-Asgard, in einem kleinen Außenposten namens Nordhof. Meine Klinge ist bereit bei Ymir. Es wird gut sein, sie in ihr Fleisch zu bohren. Gehen wir. Folgt sie mir? Nee. Okay, da müssen wir also wieder hinreiten. Ich werde jetzt nur kurz mein Inventar aufräumen und dann geht's los. Okay, meine Lieben, wir sind am Ort des Geschehens. Ich bin mir jetzt tatsächlich gar nicht mehr sicher, ob das jetzt die letzte Quest ist oder ob es die vorletzte ist. I don't know. Wir werden es sehen. Zuerst einmal, bevor wir irgendwas machen, gehen wir kurz auf die Attribute und vergeben mal einen Punkt. Und, tja, wo vergeben wir ihn denn? Eigentlich in Kompetenz. Weil das andere bringt mir nichts. Ich lasse ja dann sowieso meine Kämpfer überwiegend für mich kämpfen. Und ich frage mich, wo Freya ist. Müssten wir sie nicht hier irgendwo... Ah, da ist sie, die gute Stute. Hallo, meine Süße. Da wären wir. Mir war vor einem Kampf immer übel, aber nach allem, was sie mir angetan haben, wird heute nur ihr Magen rebellieren. Bist du bereit? Holen wir uns Angvar zurück. Oh ja, schnell lauf. So, du gehst, okay. Ja, gut. Oh nein. Dann folgen wir dir ganz leise, ganz unauffällig, um keine Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Nein, Spaß. Wo gehst du jetzt lang? Ach so, du gehst hier lang. Okay, so kann man es natürlich auch machen. Und wir sind in Nordhof angekommen. Ich bin gespannt, was passiert. Da oben ist auf jeden Fall ihr Typi. Der gute Angvar. Schauen wir uns mal genauer an. Oh, oh scheiße, ich bin voll hungrig. Und ich habe nichts dabei. Kriege ich hier irgendwo was zu essen? Ach, scheiße. Oh nein, er greift sie an. Wir müssen ihn erledigen. Scheiße, ich habe Bluten. Von wem denn jetzt das? Und ich bin hungrig. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's nicht hier irgendwo was zu essen? Scheiße, wieso habe ich mir nichts mitgenommen? Oh Mann. Komm. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Wir werden schon irgendwie überleben. Oh, sie hat ihn gekillt, Alter. Da liegt er. Oh, der hat was zu essen. Da, Dämonenblutwurst. Schnell. Oh mein Gott, wir sind gerettet, Alter. Puh, das war knapp. Jetzt haben wir natürlich irgendwie so ein bisschen von der Quest verpasst. Es tut mir echt leid, Leute. Und hier drin steht jetzt diese Hexe. Was müssen wir machen? Ich spüre deine Dunkelheit, deinen Fluch. Warum hast du mir das angetan, Hulda? Warum? Weil du kämpfen konntest. Dich hat er geliebt. Du warst die Walküre und ich war immer nur die Hexe. Es ging also überhaupt nicht um Angvar. Du wolltest einfach mein Leben zerstören, um mich für das zu verfluchen, was ich bin? Nein, ich wollte dich kontrollieren. Ich spüre die Dunkelheit, meine Wunde, ihr Fluch. Hör auf, lass sie nicht in meinen Verstand.
Boah, wie dramatisch. Okay, schrei mich halt an. Willst du mich angreifen? Hör auf damit. Hallo. Ich bin nicht bereit dafür. Freya, was tust du? Hallo. Wenn du es so willst, dann bin ich jetzt die Walküre. Da, kannst dich am Boden legen und eine Runde schlafen. Und ich frage mich, warum ich keine Lebensbalken sehe. Aber na gut, vielleicht ist es irgendwie schon wieder buggy. Ja, wir kämpfen einfach weiter, bis wir sie besiegt haben. Ich glaube, Hulda ist jetzt in Freya drin. Kann das sein? Boah, ich hoffe, ihr hört alles. Ja, aufhören, aufhören. Die Klarheit des Schmerzes. Du hast mich gelehrt, meine Schwäche zu überwinden. Hulda, die Walküre ist zurückgekehrt. Was schwebt da? Was ist das? Ach, der Angwar. Oh mein Gott, sie hat das Ding zerstört. Und sie hat Hulda getötet. Sie ist tot, endlich. Sie ist tot, aber ich habe Angwar verloren. Was wirst du jetzt tun? Meinen Mann begraben, um ihn trauern. Und dann würde ich dir gerne folgen, an deiner Seite kämpfen, deine Klinge sein. Warum? Ich brauche die Klarheit der Schlacht, der Ort, an dem sich Klingen treffen und Funken sprühen. Ich dachte, was ich mit Angwar hatte, war das, was ich wollte. Frieden, Behaglichkeit. Und jetzt? Jetzt weiß ich, dass Friede Dunkelheit bedeutet, der langsame Tod. In der Hitze der Schlacht bin ich lebendig und ich spüre, du wirst mich in vielen Schlachten führen. Was ist das für eine Übersetzung? Dann schließe dich mir an, Freya. Aje, lassen wir diesen traurigen Ort hinter uns. Und somit haben wir Freya jetzt als Kämpferin. Es war also tatsächlich die letzte Quest, die wir hier hatten. Ja, schade irgendwie, dass es jetzt schon vorbei ist. Gucken wir uns doch mal an, was sie hat. Sie startet natürlich bei Stufe 5 mit einer Gesundheit von 2762. Sie hat ihr Jortrimul dabei oder wie auch immer man es ausspricht. Und sie hat folgende Vorteile. Massaker. Freya hat auf der Trophäenjagd den meisten Schaden verursacht. Jetzt lösen ihre Angriffe bei Gegnern Blutungen aus. Sie hat barbarische Hiebe. Freya hat ihre Dämonen an ihrer Vulkanschmiede besiegt. Ihre Angriffe können nicht mehr geblockt werden, was auch geil ist. Und sie hat Blutbad. Freyas Besessenheit wurde während des Entscheidungskampfes durch tödliche Hiebe gebrochen. Tötet Freya einen Gegner im Kampf, wird sie verjüngt und geheilt. Sie hat 36 Punkte in Vitalität mit einer Wachstumschance von 80%. Vielleicht geben wir ihr dann eher Essen, was auf Stärke ist, also quasi Steak. Und ja, dann können wir uns eigentlich auf den Heimweg machen, Leute. Hier vergiss deinen Angwar nicht, der schwebt nämlich hier traurig in der Luft. Du wolltest ihn ja begraben. Okay, dann machen wir uns auf den Heimweg, Leute. Und da ist sie, meine gute Freya. Wir sind wieder zu Hause. Weißt du was, du Süße? Du kannst dich hier reinstellen. Kommt mal beide rein, bitte. Super. Machen wir die Tür zu. Darf ich vorstellen, Freya, Harald Schönhaar, Freya? Ach ja. Ja, Leute, was machen wir denn jetzt? Freyas Quest ist vorbei. Das heißt, demnächst starten wir auch in die Questreihe von Liu Fei. Auch wenn ich die nicht so gerne mag, aber wir müssen sie trotzdem machen. So, ich hätte jetzt eigentlich gesagt, wir können ja auch gleich zu Liu Fei reiten. Aber ich glaube, das machen wir dann in einem anderen Part. Da sich der Part ja jetzt eigentlich nur um Freya drehen soll und nicht um beide. Was ist hier drin? Ah, das können wir mal rausnehmen. Muss ich dann aufräumen. Und ja, ich überlege gerade, was wir jetzt noch machen könnten. Wir könnten natürlich, wenn es hell ist, mit ihr vielleicht noch so ein bisschen leveln gehen. Vielleicht komme ich dann auch noch ein Level hoch. Und genau, was ich tun wollte, war ja, ihr
Steaks zu holen. Und jetzt muss ich mal schauen. Dann nehme ich mal mein Hackmesser mit. Und dann gehen wir uns ein bisschen was besorgen an Happa Happa. Kannst ja mal die Fackel anmachen. So, wo sind sie denn hier? Da. Euch brauche ich. Ach, du bist schon tot anscheinend. Dann töten wir jetzt dich noch. Ja, genau. Schmackhaftes Fleisch war das, was ich brauche. Okay, wie viel kann ich von dir abbauen? Oha, voll viel. Das ist gut, weil das brauchen wir. 140. Ich denke, das reicht aber auch erstmal, oder, Leute? Das hauen wir jetzt dann ganz schnell in das Feuer. So. Und dann wird es auch langsam Zeit, dass wir hier, hoppala, aus unserer kleinen Butze umziehen. So, burn, baby, burn. Ich guck mich gerade so ein bisschen hier um im Bazar, was es gerade so alles gibt. Und ich habe jetzt hier dieses Lagerkit entdeckt. Mit so einer Steinbank. Die finde ich eigentlich ziemlich cool. Und auch diese Schlaffelle. Die könnte man auch irgendwie chillig am Boden platzieren. Und was auch gibt, ist gerade hier das Vanya-Schamanen-Set. Und da finde ich ja mal dieses Tattoo hier richtig geil. Guckt euch das mal an, ey. Also mir gefällt's. Aber wer rennt schon nackig rum, dass man alles sieht? Ich bin am Überlegen, ob ich es mir kaufen soll. Ich habe ja noch 1429. Aber ich will nur das Tattoo. Kann ich das nicht einzeln kaufen? Ich will das einzeln kaufen. Aber es geht nicht. Schade, Schokolade. So, ein paar Steaks haben wir fertig. Dann holen wir uns Freya. Na, geh auf. Folgt mir mal. Und nimm dein Steak. Und dann gehen wir kämpfen, Baby. Eigentlich müssten wir Freyas Quest auch so nochmal durchmachen, weil es ja verschiedene Möglichkeiten bzw. verschiedene Perks gibt für Freya, je nachdem, wie man eben die Geschichte von ihr spielt. Und ja, wäre eigentlich interessant zu wissen, wie viele tatsächlich, also wie viele unterschiedliche Freyas man am Ende dann haben kann. Das würde mich schon echt interessieren. Kommst du hier rauf? Na gut, die wird schon irgendwann hier auftauchen. Mädchen, komm bitte her. Ach, da bist du. Coole Sache, dann geh dich austoben. Na los. Mami guckt dir zu, ob du das gut machst. Na los jetzt, komm. Ey, kannst du bitte dahinter gehen? Position nicht erreichbar. Das ist eine Lüge. Jetzt kann ich angreifen klicken. Wieso macht sie denn nichts? Folgen. 20 Meter. Angreifen. Hier, mach mal alles hoch. Und aggressive. Hey, was ist der ein Problem? Er hat schon wieder keine Waffe in der Hand. Was tut sie? Bist du bescheuert? Kannst du jetzt mal das machen, wofür ich dich bezahle? Ja, also. Glaube ich, spinnt. Schießt. Sie kämpft da hinten immer noch mit dem einen Skelett. Braucht unbedingt mehr Stärke, die Gute. Brauchst du Hilfe? Nein, hast das geschafft. Super Sache. Und vielleicht muss ich ihr auch mal eine andere Waffe geben. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf die Skelettis da unten. Kommst du? Bisschen schneller. Machen wir vielleicht das Folgen dann doch mal auf 10 Meter. Und dann los.
Ah, für Getreuen nicht zugänglich immer. Das nervt, der Schüssel. Greift sie an? Ja. Dann kümmern wir uns um den. Was willst denn du eigentlich? Hey, und du hast auch fertig? Sehr schön. Wo ist er? Verschwunden. Tja, das sieht Conan mal wieder ähnlich. Wie weit ist sie denn jetzt noch? Ah ja, einmal müssen wir noch machen, damit sie Stufe 6 wird. Oh, meine Ohrringe sind kaputt. Schade. Ja gut, okay. Das mache ich halt einfach öfter mit ihr, dass sie höher steigt und wir irgendwann eine Level 20 Freya haben. Dann gehe ich aber jetzt auch mit ihr mal wieder nach Hause und würde den Part dann wahrscheinlich an der Stelle auch beenden. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch Spaß gemacht hat. Mir hat es Spaß gemacht, auch wenn ich ein bisschen traurig jetzt drüber bin, dass die Questreihe von Freya zu Ende ist. Denn es war wirklich episch, eine dramatische Liebesgeschichte. Aber gut, wir starten also im nächsten Part oder im übernächsten Part mit Liu Fei. Und vielleicht mache ich dann aber auch für den Part von morgen noch einen Baupart. Ich bin mir noch nicht sicher. Lasst euch überraschen. Und in dem Sinn einen schönen Samstagabend und noch ein schönes Restwochenende. Bye, bye.